Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Wir machen jetzt mal eine kleine Aufnahme, habe ich mir gedacht. Nicht mehr so lang, denn sie ist mich ein bisschen später. Aber, oh gut, kommt hin. So spät ist es hier auch bald vorbei. Bald, so rum. Wir befinden uns derzeit in der Chilome-Etage. Uns fehlt, glaube ich, noch unser Köpfchen, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben, das eine Bein war ja schon da, das zweite Bein haben wir gefunden. Wir haben ein Ärmchen gefunden, haben gegen ein ekelhaftes Vieh gekämpft, weswegen ich den Schwierigkeitsgrad nach unten gestellt habe und ihn jetzt auch nicht mehr nach oben stellen werde. So, nachladen. Dankeschön. Waffe wechseln. Ich nehme erstmal diese Axt hier. Raus da. Wo muss ich eigentlich hin? Erreiche die zweite Etage. Bin ich denn? Ich habe mir halt auch nicht aufgeschrieben, was hier los ist. Ach, ich erinnere mich. Hier war es böse. Hier war es echt ungeil. Ich soll die zweite Etage erreichen. Vorne haben wir einen Löwenzahn. Hier sieht es voll abgespaced aus. Erinnert mich ein bisschen an Outlast ans Ende. Habe ich nie gespielt, aber ich habe Let's Plays dazu geguckt. Das ist wie so eine krasse Serie für mich, wenn ich das gucke. Finde Claires Teil und bringe sie zurück. Aber ich suche eigentlich auch noch tote Studenten. Die zweite Etage. Ist das etwa... Ist das hier? Reiche die zweite Etage. Gück. Oh. Müssen wir da rein? Rein da. Gucken mal. Nicht weiter, aber hier geht's oben raus wahrscheinlich. Ach nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir schon. Okay. Also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Aufstehen bitte. Dankeschön. Dann gehen wir wieder raus. Wir sollen die zweite Etage erreichen. Das ist ein bisschen ein Problem. Ach nee, ist doch kein Problem. Ach, okay. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Was ist das denn? Übersetz mir bitte. Arbeiterin kämpft beim Aufbau des Sozialismus an vorderster Front. Lernt lesen und bildet euch. Erlernt neue Fähigkeiten und erhaltet Zertifikate. Ja, ich kenne auch Zertifikate. Ich frage mich dann immer, wenn man so Zertifikatszeug macht, so, keine Ahnung, du kannst besonders gut mit Excel umgehen oder so. Guckt sich das ein Arbeitgeber echt an? Wieder wunderbare Sounduntermalung hier. Schöne Wand. Also, hier gefällt es mir aber mal gar nicht. Das heißt aber nicht, dass ich hier raus muss. Also, wo ist denn jetzt ganz oben? Schon gut. Ich glaube, es ist irgendwie besser, wenn wir rennen, oder? Das ist ein...
Ich will da runter. Wie kann ich nach unten tauchen? Ach, nee, warte mal. Ist das jetzt eigentlich Wasser oder was ist das hier? Boah, wir sind voll schnell, oder? Aber das geht aber schnell hier. Okay. Au! Sag mal. Oh, hier ist so ein Ding. Da ist so ein Hoch. Was halt ich auch für ein Gerücht? Wie komme ich denn hoch? Aus wie bei James Bond hier, ey. Ein James Bond Bösewicht. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Ach, hier! Da haben wir's doch. Nach oben. Lassen Sie mich nach oben gehen. Hä? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Manchmal hört man die voll. Oh, das ist aber auch gemein. Schnee. Hä, ich bin doch gar nicht rausgegangen. Was ist jetzt los? Lass mich wieder rein. Gehst du hoch oder nicht so? Was ist denn hier los, ey? Kannst du mal bitte. Wo bin ich? Och Mann, sei doch mal nicht so doof. Geh da bitte rein. Ja, natürlich, werde ich jetzt auch hier getroffen. Hin. Aha. Au. Ach, na super. Okay, wir werden sterben. Ich kann das nicht tun. Falsche Seite. Sorry. Da gehst du zurück. Umdrehen. Ey, was ist denn los? So. Kannst du mal... Gerade regt er mich übelst auf. Wieso haben die denn mich jetzt auf einmal so schnell tot gemacht? Diese wunderbare Musik hier. Also, wo ist denn jetzt ganz oben? Geh schnell ins Wasser.
Das ist also... Das ist echt anstrengend. Habe ich das bald mal alles? Rein da. Och. Kannst du mal... Oh Gott, ey. Hallo? Ey, ich kriege ein zu viel. Zu nerven, die Elenden. Runter da. Ist was. Oh! Wir holen das mal hier zurück raus. Oh, sorry. Das war gar nicht so geplant. Okay, so spielt sich auf jeden Fall schöner. Oh, eine mittlere Neuromed-Kapsel wurde ins Lager geschickt. Das ist aber schön. Sieht man, wenn ich da drücke. Oh.
Habe ich irgendwas gemacht? Oh. Scheiß Teil. Auf Nüschel hier. Oh, Mann, oh Mann. Oh, das ist aber weit. Oh. Oh. Wie ist ein Eimer? Hier kommt der Strom her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Weil es hier einst... Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Sorry, erzähl's nochmal. Okay, schade. Sorry. Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diese Worte auf meinen Grabstein. Darauf würde ich nicht wetten. Darauf würde ich nicht wetten. Wahrscheinlich kippen sie euch alle in ein Massengrab. Warum? Sind viele andere Leute gestorben? Ja, viel zu viele. Ach, das ist schön. Ich möchte ja nicht das Kollektiv verlassen. Wir sitzen alle im selben Boot, oder? Mhm, ein großer Spaß. So. Kehre zur Halle zurück. Oh, was ist denn nun schon wieder los? Was bist du denn? Licht aus! Au! Hä, wo bin ich? Hä? Nein, geh runter! Hör auf damit! Geh runter da, du Idiot! Это неизбежно. Демократы и консерваторы никогда не уживутся в одной стране. Единственное, на что я надеюсь, что это будет бескровно. Wo sind wir? Ach, da ist Testgelände 6. Ach, wir sind hier hinten. Können mit dem Auto fahren.
Hier ist eine schöne kleine Hütte. Oh! Na, wie gefällt dir das, Schraubenkopf? Kam der einfach aus der Bude hier raus? Wahrscheinlich seine Ablage gemacht. Stockhausen, ich habe diesem ausländischen Touristen die Geheimführung durch das WDNA angedeihen lassen. Er hat alles gesehen. Sie sind fast die Augen aus dem Kopf geploppt. Sie werden vor Neid erblassen, wenn sein Artikel erscheint. Bestimmt belegen sie uns mit weiteren Sanktionen und bestellen neue Roboter. Komischer Haufen, diese Kapitalisten, oder? Da ist noch was drin. Darf ich scheinbar nicht haben. Ja, das darf ich nicht haben. Wir können mal mit dem Auto woanders hinfahren. Deswegen wollte er hier hoch. Tag. Das war's, oder? So, steig mal ein da. Charles. Du glaubst, dass Filatova nicht nur der Liebe wegen mit Petrov unter einer Decke steckte, oder? Warum bist du dir so sicher? Ich möchte anmerken, dass Larissa Filatova eine angesehene, talentierte Wissenschaftlerin ist. Sie hat eigenständig ein Projekt abgeschlossen, an dem die besten Köpfe der Wissenschaft gescheitert wären. Was soll das heißen? Sie ist alles andere als dumm und würde niemals blind Befehlen folgen, für die es keine Grundlage gibt. Ganz egal, von wem sie stammen. Willst du damit sagen, dass sich gute Leute gegen den Boss stellen und er sie beseitigen lässt? Also ist Petrov unschuldig, oder was? Menschen, denen das Mutterland alles gegeben hat, müssen schon triftige Gründe für ihren Verrat haben. Doch der blutige Weg, den Petrov gewählt hat, ist inakzeptabel. Kapitalistischer Kollaborateur. Scheiß auf ihn. Ganz meine Meinung. Speichere Daten. So, schauen wir mal. Majorniv. Mechajev. So, den Rest können wir eigentlich so lassen. Wie viel Heilung haben wir denn? Geht eigentlich? Ja, okay, geht ganz gut. Okay. Habe ich eine kleine Neuro mit Kapse dabei? So. Okay, sollen wir unser wildes Gefährt mal mitnehmen? Nu.
Warte mal, eines drin. Hä? Sind hier Fallen? Oh. Ach, die kommen wieder alle angefahren. Da kann man auch speichern. Hä? Wer? Hä? Kannst du mal bitte da runtergehen? Du nervst. Hallo? Ach, das brennt. Ich Doofi. So, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser aufregenden Runde. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.